Guten Morgen, Welt. Die erste Nacht im Zelt seit 9 Monaten. Na, Pieps, wir machen uns, ich glaube, Rühreier, nicht Spiegeleier. Boah, ist das fett hart. Das Zeug ist steinhart geworden. Das war nicht so geschickt, aber macht nichts. Ich kann die vielleicht nicht gut aufschlagen, aber ich kann die irre gut essen, diese Eier. So, jetzt geht's los. Herr Gündwegen, here we come. Hier ist ein Supermarkt geöffnet. Das ist ja ein Ding. So, Pieps, jetzt haben wir einen großen Zimtboller. Du darfst zuerst abbeißen, dann bin ich. Okay. Oben am Berg kann man jetzt schon die ersten Schneefelder sehen. Ja, das ist ein großes Wintersportgebiet hier. Wird ordentlich gebaut. Sky Kampen. Oh, die haben einen Golfplatz. Ein Golfplatz, okay. Wenn mal gerade kein Schnee ist, kann man immer noch einfach schnell mal Golf spielen. Das finde ich auch irgendwie gut. Was meine größte Angst ist auf dem Pergündregen, dass ich die Dose Bier aus dem Gepäck verliere. Das ist uns schon mal passiert auf dem Auersjöwehen. Und da war es sogar eine Halbliterdose. Ah, da vorne ist das die Mautstation. Kann das schon die Mautstation sein? Ja, mal gucken. Da, 400 Meter Bomstation, Tollplaza. Oh Mann, hoffentlich bin ich nicht wieder zu dusselig, das zu bedienen. Gut, was muss man tun? Also, erstmal Handschuhe ausziehen, sonst kann ich überhaupt nichts bedienen. Okay, das habe ich ja wohl sowas von souverän gelöst. Entweder du bist ein Globetrotter und hast solche einfachen Sachen drauf, oder eben nicht. Ah, die hatten gesagt, der Weg ist noch nicht perfekt wiederhergerichtet für den Sommer. Aber ich glaube, das ist für Wohnmobile wichtig, nicht für uns. Wir werden das ganz gemütlich fahren, Enduro wandern, nicht längs heizen. Ein alleinerziehendes älteres Dämchen mit Maus. Da hat man auch eine Verantwortung. Vor allen Dingen für die Dose Bier. Ui, guck mal, da drüben geht's hoch. Cool. Oh, schau mal, der Bach. Schön. Ah, da oben sind die ersten Schneefelder, aber noch sind wir zu tief. Starte die Motoren. Aber ich darf steuern diesmal. Mensch, ist das eine tolle Strecke, oder? Die Schlaglöcher sind so, dass ich das Bier verloren habe, aber die Frühstückseier sind noch an Bord. Na toll. Also über Enduro und Reifen und Fahrkönnen und Schwierigkeit brauche ich, glaube ich, nichts zu sagen. Oh, es sind schon einige Autos unterwegs und Fahrradfahrer und Motorradfahrer, aber heute ist Pfingstsonntag und ich denke mir, da wird wesentlich mehr los sein als an einem Dienstagmorgen im November. Das ist eine Enduro-Strecke, ihr Penner! Macht euch vom Acker! Das muss ich unbedingt rausschneiden, auch nicht vergesse ich das nicht. Boah, das ist so eine coole Strecke. Kann ich nur empfehlen. Das Ganze für 9 Euro. Oh, guck mal.
Also bis jetzt ist Per Günd wegen echt eine Empfehlung und wir sind erst ein paar Kilometer gefahren. Wir kommen nachher noch durch eine Ortschaft, die heißt Gala, wo die Zeitschrift, die wir abonniert haben, piepst, die Gala. Mal sehen, was da ist. Boah, da oben ist noch richtig Schnee, ne? Ah, da vorne ist die nächste Bomstation. Also ich glaube, da müssen wir auschecken quasi. Na, wir werden sehen. So, hier muss ich nur... Ah, okay, das war einfach. So. Okay, was ist mein Fazit vom Per Günd wegen? Ich hatte mir vorgestellt, er ist einfach zu fahren. Ja, das stimmt. Den kann man auch mit dem Wohnmobil fahren. Dass er landschaftlich schön ist, das wurde übertroffen. Er ist wunderschön, aufregend. Das sieht ein bisschen aus, als habe sich der Gletscher erst vor 6 Wochen zurückgezogen. Da ist schon ein bisschen was gewachsen, ein paar Moose, ein paar Krüppelbirken. Es ist ein bisschen Verkehr auf dem Weg. Das war jetzt Abschnitt 1 von Skykampen bis Gala. Ach guck mal, da kommt noch einer mit dem Motorrad. Dann weiter. Willkommen in Gala. Na, mal gucken. Ah, jetzt heißt es Gala wegen. Guck mal, sogar hier gibt es einen offenen Supermarkt in Gala. Und ich habe mir Gedanken gemacht. Mensch, das ist schön hier. Boah, guck mal, der Wald und dieser See. Boah, das sieht aus wie Finnland. So, hier müsste es abgehen zum zweiten Abschnitt Per Günd wegen. Ja, da. Hä? Was macht der denn? Habt ihr das gesehen? Da ist noch einer. Pass mal auf, ich lass den Blinker mal an. Man weiß ja nie, ob wir nachher noch mal da links abbiegen müssen, ne? Hallo Volker. Hi Sascha! Das war gar nicht Per Günd wegen. Das war so ein kleiner Umweg, den Kurviger sich für uns ausgedacht hat. Der kleine Schelm. Ah, nächste Mautstation. Abschnitt 2. Per Günd wegen. Also. Englisch. Ticket. Der zweite Abschnitt gefällt mir fast noch besser als der erste.
Kurven habe ich immer Angst, dass ich von vorne kommen könnte. Dann nehmen wir lieber mal Gas weg. Das jetzt nur mal, um zu zeigen, wie Enduro-Wandern nicht ist. Also nicht wie eine Irre einfach durch die Landschaft heizen. Auch mal links und rechts gucken. Guck mal, der erste Schnee. Das ist ja schön. Letzte Etappe auf dem Peer-Gynt-Wegen. Diese Strecke müsste sich toll mit dem Mountainbike fahren lassen. Das muss richtig Spaß machen. Also wenn man Fahrrad fährt, ich nicht. Ich fahre Enduro. Auf geht's. Raus aus dem Peer-Gynt-Wegen. Jetzt fahren wir noch ein Stück bis zum Anfang des Jotunheim-Wegen. Das soll unser Weg für morgen sein. Wenn schon die Sonne scheint, ist es nicht schön? Davon hat man in Norwegen nicht immer allzu viel. Mensch, das ist ein irrer Weg, oder? Da ist Skabu ausgeschildert. Da müssen wir jetzt hin. Die Brücke ist ja schön. Oh, das ist aber schön hier, ne? Hier hoch? Okay. Hauptsache, der Weg ist nicht irgendwo zu Ende. Oh, geht das brutal bergauf. Aber macht nichts, ne? Wir sind Enduro. Oh, Achtung, fiese Spurrille mit Matsch. Einfach durch. Oh, ist hier Schluss? Nee, das Tor ist auf. So. Schnell weg hier. Das war echt die mutigste Abkürzung des Monats. Aber hat Spaß gemacht. Danke, Kurviger. Jetzt sind es nur noch so, 5 Kilometer bis zum Campingplatz. Hier müssen wir abfahren, da geht's zum Campingplatz. Skabu Hüttegrend. Der liegt direkt am Seeufer. Ich habe Helmhaare, aber macht nichts. Bei Motorradfahrern darf man sowas haben, ne? Jetzt zuckern wir mal runter zum See.
Boote ausleihen und Kanus. Also wenn mein Norwegisch stimmt. Aber nur fast, mein Schatz. Oh, baby, I love